Was geht ab, meine Z-Fighter, Hoser hier, und heute hat auf der globalen Version die Dokkan Winter Special Campaign angefangen. Wir gucken uns gleich alle Informationen und Details dazu an. Jedoch, bevor wir das machen, Freunde, wie bereits vermutet vor ein paar Tagen, als die Leaks rauskamen zu Future Gone, geht diese Campaign genau wie letztes Jahr bis zum 21. Dezember. Was meine ich damit, um es kurz aufzufrischen? Letztes Jahr kam um dieselbe Zeit Super Saiyan 3 Gotenks physisch Dokkan Fesselbanner auf der globalen Seite, und am 21. dann letztes Jahr kam zu Christmas mit einem Christmas Celebration, mit einem Christmas Banner Ultra Instinct Goku, mit einem Discount, mit Tickets, mit einer viel dickeren Celebration. Und dies wiederum heißt, Freunde, wie letztens erst kürzlich vermutet, sollte danach die Christmas Celebration starten mit einem Christmas Banner, sei es jetzt zu den Dragon Ball Super Broly Movie Charakteren, denn der Film fängt am Freitag in JP an, hat auch eine Hollywood Premiere in den nächsten zwei Tagen, sei es Donnerstag oder Freitag. Anyway, jedenfalls, Freunde, wie gesagt, wir haben es in letzter Zeit sehr oft besprochen. Spart so viel es geht, nimmt so viel mit, wie es geht, aus der Celebration. Wir gucken uns gleich Informationen an, was ihr alles mitnehmen könnt. Und dann freue ich mich auf jeden Fall auch auf Christmas. Manche meinen auch, zu Global könnte noch vielleicht Hit kommen. Uns fehlt noch ein Hit. Könnte sein, Freunde, könnte sein. Ich will es nicht abschlagen. Aber ich bin da eher, also ich denke eher, dass die Charaktere sein werden, die Dragon Ball Super Broly Film Charaktere. Oder, aber, beziehungsweise, aber, ob so oder so, Freunde, jedenfalls zu Christmas am 21. Dezember, das sind 9 Tage, Freunde, so lange ist es nicht, wird dann auf jeden Fall etwas Besseres kommen als die jetzige Winter Celebration, sag ich mal. Aber was gibt es denn aus dieser Winter Celebration zu holen? So schlecht ist sie nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe es euch ein bisschen sehr schlecht geredet, denn es gibt zwei, drei interessante Sachen, die hinzukamen. Login Boni Special Missions gucken wir uns gleich an. Wir haben Dragon Stone Sale, könnt euch gerne abchecken. Geht bis zum 20. Das Banner von Future Gone ist online, so wie sein Dokument, sind ab heute online bis zum 2. Januar 0:59 unserer Zeit, Freunde. Und wie gesagt, wenn ihr sagt, wenn ihr immer noch Zweifel habt, okay, da, wir wissen ja noch gar nicht, ob es dir sicher kommt oder nicht. Das ist noch nichts in Daten etc., gebe ich euch recht, aber selbst dann würde ich euch sagen, wartet 9 Tage ab, denn das Banner hier ist bis zum 2. Januar live, Freunde. Heißt, wenn es in 9 Tagen dann nicht kommt, dann könnt ihr da immer noch sammeln, aber wartet ab, wartet bitte bis Christmas ab, um, damit wir Klarheit haben, was dann geht, und dann könnt ihr von mir aus hier sammeln, wobei selbst dann ich sagen würde, es ist kein Muss hier zu sammeln. Aber das haben wir alles im Banner Preview besprochen, könnt ihr euch gerne abchecken, um nähere Details zu holen zu den Charakteren etc. Dokkan von Future Gone ist ebenso online, dazu habe ich mal ein Video gemacht auf der japanischen Seite, das könnt ihr euch gerne mal abchecken vorab, um zu sehen, was es da zu wissen gibt, aber wir gucken uns gleich die Informationen an. Ein physisch Banner ist online, das haben sie auch schmackhaft gemacht, ist bis zum 25. Dezember ab heute online, 0:59 unserer Zeit. Warum schmackhaft? Hier sind nämlich 3 LA nicht featured und die nicht featured Rate ist hier 93% auf den GSSR Slot. Ja, das ist schon ein bisschen schmackhaft gemacht, um ehrlich zu sein, aber da muss man auch nicht zusammen, um ehrlich zu sein. Ja, spart da lieber jeden Stone. Die 2 Story-Events sind online, Freunde. Gucken wir uns nachher mal kurz an, was da zu holen gibt. Das Prime Battle von Future Trunks ist online. Ist ab heute täglich online bis zum 3. Januar 0:59 unsere Zeit, Freunde. Und zwar könnt ihr da gerne schon mal vorab abchecken. Das habe ich nämlich auf JP auch schon bewältigt. Falls ihr Informationen habt, auf was ihr da achten müsst, nichts hat es geändert. Wir gucken aber gleich noch genauer rein, was da zu wissen gibt. Beziehungsweise sage ich euch ganz kurz, wie das so läuft mit dem Prime Battle. Ist aber auch wie jedes andere. Battlefield Season 3 ist online, geht bis zum 14. Januar, bisschen mehr als einen Monat, 33 Tage glaube ich ab heute, jedenfalls bis zum 14. Januar. Wir haben neuen Gegner, unter anderem Zamasu, der ist ein bisschen tricky, aber darauf komme ich gleich drauf zu sprechen. Aber es ist kein Metal Cool hinzugekommen, ist einfach nur eine neue Season, könnt euch die ganzen Missionen holen, jede Woche natürlich auch die Battlefield Gems, sage ich mal. Dann ab dem 18. Dezember, 7:30 Uhr unserer Zeit, droppt hier Bulmas Event. Und wir wissen, wenn Bulmas Event droppt, sollte darauf eigentlich ein War Tournament folgen, aber in den News haben wir keine Infos zum War Tournament. Dies wiederum heißt für mich, auf diese Celebration wird ganz klar eine weitere folgen. Ich will es jetzt nicht Part 2 Winter Campaign nennen, könnte aber sein, so in etwa. Ich werde es die Christmas Campaign nennen. Es wird auf jeden Fall was zu Christmas kommen am 21. Freunde. Aber was meine ich damit? Denn quasi auf diese Celebration sollte eine anschließen am 21. Das haben wir jetzt oft gesagt. Jedoch fehlt zum Beispiel hier in diesen News das War Tournament und, wie gesagt, das War Tournament sollte dann Teil der Christmas Celebration sein, aber auch das Extreme Z-Battle von Cell unter anderem, denn in der japanischen Seite kam mit Future Gohan das Extreme Z-Battle vom Tech Cell und das ist hier nicht in den News, deswegen, Freunde, ja, am 21. sollten dann die Informationen auch dazu kommen und eine Folge-Celebration, nämlich die Christmas Celebration. Anyway, Freunde, Prime Battle vom Trunks, was gibt es hier zu wissen? Auf Stage 1 droppt dieser Trunks, Freunde, auf Stage 1 könnt ihr ihn erfahren, seine Droprate ist laut Dokkan Battle Wiki 50%, also sollte man auf jeden Fall hier gut in der Lage sein, die Chance sich zu erfarmen. Komplett free to play, basic, standardgemäß empfehle ich jeden, holt euch erstmal 14
Kopien von diesem Trunks bombt, nutzt 10 Stück, um ihn auf SE10 zu bringen und 4 Stück, um die Dupes zu öffnen. Okay, das macht ihr aus Stage 1. Dann braucht ihr aus Stage 2, um diesen einen dann zu awaken, der auf SE10 ist, dessen Dupes geöffnet ist, 15 Medaillen aus Stage 2. Und dann braucht ihr, wie bei den anderen Primal-Charakteren, 333 wären schön, sorry, nicht 333, tut mir leid, 777 Medaillen natürlich, um ihn auf den LR-Status zu bringen. Letztendlich, falls das dann habt ihr quasi einen Trunks auf SE10, einen LR-Trunks, dessen Dupes geöffnet sind. Wenn ihr ihn dann nochmal komplett Free-to-Play auf SE20 bringen wollt, heißt keine Kais verschwenden wollt, dann müsst ihr quasi euch nochmal hergehen, nochmal einen holen, auf SE10 klatschen, diesen auf den LR-Status klatschen und als Trainingspartner dann für den nutzen, dessen Dupes geöffnet sind, dann habt ihr einen auf SE20. Ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich mir nur 14 Stück hole, einen auf SE10 klatsche, 4 Dupes öffne, auf den LR-Status bringe und dann quasi Kais benutzen werde. Weil ihr dürft nicht vergessen, dann müsst ihr quasi das doppelt machen. Wenn ihr es macht, alles schön und gut, ihr habt ja Zeit, das könnt ihr auf jeden Fall machen. Ich werde es nicht so machen, sag ich mal. Genau, hier können wir, wie gesagt, wir wissen es, wir können nur Charaktere nutzen, die Free-to-Play aus einem Event gejobbt sind, heißt das beste Team, so, das ist auf jeden Fall, ja, an der Stelle ein Ginyu-Team, Free-to-Play-Ginyu-Team, das wissen wir auf jeden Fall mit Planet Namek-Saga, Gohan-Leader und außerhalb davon, da wir nur gegen Geldcharaktere kämpfen, wenn ihr ein Free-to-Play-Tech-Team habt, dann könnt ihr das auch nutzen. Ja, das Banner ist online, hat sich nichts geändert, haben wir im Banner-Preview uns abermals angesehen. Das Banner hier ist auch ebenso online, physisch Banner, sorry. Die drei L sind ja nicht featured, aber wie gesagt, da muss man auch nicht sammeln, um ehrlich zu sein. Das Drücknet von Future Gohan sieht folgendermaßen aus, Freunde. Und zwar ist Future Gohan, der wird sehr tanky, erhöht nämlich seine Verteidigung stark. Android 17 aus der Zukunft und Android 18 aus der Zukunft, das sind diese Charaktere, die tun das nullifizieren, sage ich mal, annullieren und machen vermehrt Schaden gegen ihn. Aber auch ohne die beiden schafft man das Event. Man kämpft überwiegend gegen physische Charaktere, heißt, ihr könnt sogar mit einem Strength-Team rein, sei es Extreme Strength oder Super Strength, da werdet ihr auf jeden Fall durchkommen. Oder natürlich mit einer oder Kategorie Charaktere, da solltet ihr auch wenig Probleme haben. Und genau, die Charaktere haben uns auch alle im Banner für angesehen. Battlefield Season 3 ist online, wie gesagt, Freunde. Was neu hinzukam, ist ein neuer Gegner, nämlich Zamasu und vielleicht andere mehr, aber Zamasu wird sehr gehighlightet. Die Sache bei Zamasu ist nämlich, Freunde, er hielt sich immer und er hielt sich wirklich um einiges. Er ist vom Extreme In-Type. Wenn ihr mit einem Physisch-Team reingeht, dann achtet darauf, dass ihr einen Stunner habt, weil ihr könnt ihn stunnen. Und wenn ihr Zamasu stunnt, dann habt ihr es einfacher, weil dann hielt er sich nicht. Also, darauf könnt ihr auf jeden Fall achten. Battlefield ansonsten machen wir auf jeden Fall im Stream. Der Streamplan ist in der Beschreibung, könnt ihr euch gerne abchecken, wann, wo, wie wir live gehen. Und außerhalb davon wäre es das zum Battlefield. Wie gesagt, die zwei Story-Events sind hier online. Und zwar haben wir das, ja. Wenn ihr euch das noch nicht geholt habt, könnt ihr Free-to-Play-Trunks erfahren und so und so fort. Könnt ihr gerne mal abchecken, was es hier zu holen gibt. Außer davon haben wir noch dieses Event online. Hier ist Free-to-Play in Trunks anwesend. Und da gibt es auch Medaillen für den Vegeta, die man holen kann. Die Nimbus-Medaillen, Freunde, das werde ich oft gefragt. Die Nimbus-Medaillen, die bekommt ihr hier aus der Missions-Section, wenn ihr hier reinklickt. Wir gucken uns gleich noch die Special-Mission an, Freunde. Nicht, dass hier jetzt quasi, ja, abschaltet, sage ich mal. Aber die, was soll ich euch sagen? Hier, die Nimbus-Medaillen bekommt ihr hier, Freunde. Da könnt ihr mal abchecken, welche Nimbus-Medaillen gerade online sind. Dann könnt ihr direkt zur Stage hoppen. Genau, zum Abschluss, wie gesagt, es gibt jeden Tag ein Stone. Mehr auch nicht so viel gibt zum Login-Bogen, eigentlich nicht zu sagen. Aber zum Abschluss gucken wir uns gleich mal die Special Missions an. Das ist das Login-Bogen, damit wir es einmal gesehen haben. Gucken wir uns mal die Special Missions an, was es Daily Zone gibt bis zum 21. Freunde und auch permanent. Und zwar täglich, Freunde, täglich müsst ihr einmal hier drei Stages clearen, bekommt ihr die Medaillen, die hier gelistet sind. Wenn ihr Turtle School Training cleart, bekommt ihr die Training-Items. Wenn ihr Hercules World Tournament Stage cleart daily, bekommt ihr eine Silberschatte, sollte das sein. Und wenn ihr alle Daily-Missionen macht, bekommt ihr einen Stone pro Tag. Die Special Missions, die permanent online sind bis zum 21. Dezember, sollte das auf jeden Fall sein. Richtig, 21. Dezember, sind folgende: Wenn ihr eine Stage unter Special Conditions cleart, also unter speziellen Bedingungen, diese spezielle Bedingung ist, dass ihr Charaktere von der Future Saga Kategorie in eurem Team habt und irgendeine Stage cleart, dann bekommt ihr die Training Items hier gelistet. Wenn ihr Dokkan Events cleart, 1, 5, 10, 15 Mal bekommt ihr alle Preise, die hier gelistet sind, darunter Orbs, auf jeden Fall nice, würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Wenn ihr einen Charakter Z-Awake freuen und das, ja, wenn ihr einen Charakter Z-Awake, stopp, wenn ihr einen Charakter Z-Awake, Da wollte ich nämlich schon sagen, das lässt mich eigentlich vermuten, dass das Extreme Duell von Cell kommen sollte am 1. Dezember mit dem Christmas Banner. Aber diese Missionen gehen legit bis zum 21. Da
Das, also entweder ist es ein Fehler, weil die Sache ist jetzt die, wenn man jetzt alle Charaktere Extreme Sea Awakened hat, dann kann man diese Mission nicht machen aktuell. Und am 21. laufen die aus. Und wenn bis zum 21. das Extreme Sea Battle von CERN nicht kommt und man quasi dann CERN nicht Extreme Sea Awakened kann, dann war's das. Dann kann man hier nicht alle Missionen holen und die ganzen Stones, sag ich mal. Könnte sein, dass es ein Fehler ist, weil ich habe mich schon gewundert, warum ist das separat gelistet, dass einmal Special Mission angezeigt wird und Daily Missionen. Ich glaube, die Special Missionen gehen länger. Ich glaube, was sie heißen soll, ist, dass die Daily Missionen nur bis zum 21. gehen. Das kann ich mir vorstellen, aber die Special Missionen länger. Deswegen ist es separat, Freunde, weil das, sonst würde es keinen Sinn machen, dass hier ein Extreme Sea Awakened dabei ist. Ich denke schon auf jeden Fall. Also müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das habe ich nur gerade gewundert. Ah ja, Sea Awakened Charakter. Jedenfalls, wenn ihr einen Charakter Sea Awakened bekommt, ihr folgendes. Wenn ihr einen Charakter Dokkan Awakened bekommt, ihr 2 Reverse Medaillen. Wenn ihr bis zu 1000 Stamina verbraucht, bekommt ihr die gelisteten Sachen, Freunde, die hier gelistet sind. Und wenn ihr dann alle Winter Dokkan Special Mission schafft, bekommt ihr 5 Dragon Stones zum Abschluss, Freunde. So viel zu Winter Dokkan Celebration. Wie gesagt, ist ein kleiner... Ja, die Ruhe vor dem Sturm, sage ich mal. Und dann am 21. Freunde, wird es auf jeden Fall eskalieren, da bin ich mir sicher. Heißt, bis dahin wünsche ich auf jeden Fall noch sehr viel Geduld. Ja, ich muss wieder auch in Geduld ausüben auf jeden Fall. Aber danke fürs Zusehen in diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch alles näher bringen. Wenn ja, gebt dem Ganzen ein Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. I'm done. Next time you ain't won't be